Liebe Freunde, es ist soweit. Die Carrier sind angekommen in Eve Echoes. Teilweise sozusagen, also für die meisten von euch, sind sie in den Kriegsspielen oder Faction War Games, wie es auch genannt wird, verfügbar. Und die kann man natürlich mehrfach am Tag für 2 Stunden testen und einfach mal sehen. Das kennt ihr schon von den Dreadnoughts, das heißt, es gibt dort 3 Stufen für NPCs. In der 4. und letzten Stufe werdet ihr dann andere Trägerschiffe oder auch Dreadnoughts sehen. Wenn ihr gegen NPCs kämpft, sind das dann eben NPC-Carrier. So, Carrier sind also drin. In diesem Video schaue ich gemeinsam mit euch mal in Stellvertretung der Carrier den Minmatar an, und zwar den Nidokur. Schauen wir uns auch gleich mal an. Ich werde nochmal ein Vergleichsvideo machen von allen anderen. Das ist im Moment aber noch nicht so wichtig, weil es noch keine Skills gibt. Also werden die sich noch nicht allzu sehr unterscheiden. Ja, ich finde die schon sehr imposant und von der Grafik her sind die ein wenig abgespeckt, haben nicht diese Lichteffekte, wie man das zum Beispiel aus EVE Online kennt. Aber dafür, dass es ein Mobile Game ist, finde ich das schon ziemlich cool gemacht. Wir sind jetzt hier auch auf dem Testserver, aber Achtung, ich habe hier natürlich immer noch keine Skills, also werdet ihr das gleiche eigentlich sehen, was ich jetzt sehe, denn die Skills sind noch nicht im Spiel, es sind noch keine Blaupausen im Spiel, sodass man die wirklichen Produktionskosten mal testen kann. Wir wissen aber schon, dass die Dinger einen Hüllenwert von ca. 15,3 Milliarden haben. Also die sind im Grunde wie ein Frachter, könnt ihr euch darauf einstellen. Was dafür benötigt wird, seht ihr unter anderem auch auf Twitter. Das kann ich gerne jetzt nochmal einblenden. Man sieht hier zumindest die Grundkomposition der Module, und da kann man natürlich mit anfangen, schon mal ein bisschen zu bauen. Die Panzerplatten, denke ich, sind die, die am meisten gebraucht werden. So, schauen wir uns das Ding aber mal an. Nidokur. Minmatar, und ich gehe mit euch mal ein bisschen die Werte durch und dann schauen wir uns nochmal die Komposition an. Die ist hier natürlich ein bisschen irreführend, das Ding können wir rausschmeißen. Das habe ich versucht zu testen, ging natürlich nicht. Für Nihilus Deathspace habe ich versucht zu spawnen, ist mir auch gelungen, ein 10er. Hier die Info für euch, nein, ihr könnt keinem Nihilus Deathspace betreten. Also das ist nicht möglich, da wird dann eine komische Fehlermeldung angezeigt, nur kleiner als Schlachtschiffe. Ist natürlich Quatsch, aber es ist nur für Schlachtschiffe im Maximum gedacht, für Level 10er, den ich gespawnt hatte. Schade eigentlich, aber ich hoffe, dass dann nochmal neue, ja, PvE-Möglichkeiten kommen. Aber schauen wir uns das doch mal an. Nidokur. Trägerschiff, gibt ein neues kleines Symbol, kennt man schon aus EVE Online. Das Ding hat hier 3 Buchten für die Jäger. Das ist ja ein großer Unterschied, dazu kommen wir aber gleich. Wir haben hier 5 Medium-Slots und 8 Low-Slots und dann nochmal jeweils 3 Ingenieur- und Kampf-Modifikations-Slots. Das kennt man hier. Hierfür gibt es noch keine mir bekannten Module, und das sind ja dann immerhin auch die Capital-Module, die ihr einbauen müsst. Alles andere ist in diesem Bereich auch nicht möglich, das kennen wir schon von Dreadnoughts. Hier habe ich jetzt insgesamt 3 Module für die Jäger eingebaut. Es gibt dann noch mehr, ich muss mal gerade mal gucken. Das ist das, was im Moment verfügbar ist. Es gibt hier also einen Jäger Burst Aerator. Die sind natürlich, ich sag mal, noch falsch benannt und haben auch noch ja, eventuell falsche Beschreibung und so weiter. Also, hier, das kennen wir schon. Jäger Burst Aerator ist einfach die Aktivierungszeit, also die Schussgeschwindigkeit der Jäger zu erhöhen. Und ich würde euch auch raten, auch wenn ihr das Maximum rausholen wollt, das ist mittlerweile bekannt, 2-mal von denen einzubauen und einen Feuerkraft-Boost, der nochmal 17,5% Schaden gibt. So, wir haben hier die Stufe 3. Die Stufe 4 sollen wie alle anderen Rigs erst im nächsten Jahr erscheinen. Mit der Level 2 ist relativ gering. Eventuell gibt es da noch andere Stufen, bin ich nicht sicher. Ja, dann gibt es da noch eine Reichweitenverlängerung. Sehr interessant. Denn die sind schon ziemlich mächtig. Ich glaube, die haben alle schon 30 Kilometer optimale Reichweite, die Jäger, und nochmal 5 Präzisionsabfall. Das heißt, wir kommen dann auf 40 Kilometer Gesamtreichweite. Und zu diesen 30 würden dann hier, zumindest wenn das so stimmt und die Basiswerte sind, auf jeden Fall nochmal 6 Kilometer raufkommen. Also ist schon ziemlich krass, was man. Ne, das ist hier der optimale, der Präzisionsabfall. Entschuldigung. Das habe ich jetzt falsch gelesen. Also da gibt es dann nochmal
eine Erhöhung. Ich muss gleich nochmal reinschauen, wenn wir uns die Jäger anschauen. Aber das ist schon sehr interessant. Damit kann man einiges Interessantes anstellen. So, und dann gibt es hier nochmal Kontrollverbesserungen, Stufe 3. Und die Dinger sind eben für die Kontrollreichweite. Und wenn ich jetzt eine Kontrollreichweite habe von 500 Kilometer, haben die Teile, das ist ziemlich interessant. Großer Unterschied zu EVE Online. Nicht verwechseln, wenn ihr von EVE Online kommt und selber Trägerschiffe gespielt habt. Oder Carrier. Dort war es so, die haben eine wirkliche Funktion wie ein eigenes kleines Schiff gehabt. Das heißt, die konnten auch Feinde verfolgen, auch warpen durch das Sonnensystem. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das ist hier wirklich eine abgespeckte Mischung. Das hat etwas mehr Funktion und Reichweite als reine Drohnen, aber spielen sich wirklich wie richtig große Drohnen. Ne? Also 500 Kilometer Reichweite. Und das ist dann eben der Fall hier. Es gibt hier auch keinen Micro-Warp-Antrieb, so wie in EVE Online. Und es gibt hier auch keine Spezialwaffe, sondern es gibt nur die Hauptwaffe der Drohnen. Also, das Einzige, was ihr als Unterschied merken werdet, ist die Reichweite der Drohnen. Gut, so viel dazu. Und jetzt sehen wir hier schon die Drohnen. Hier gibt es, wie gesagt, noch keine großen Module für die Mid-Slots, für Carrier. Eventuell kann man hier natürlich Web Target Painter für die Reichweite reinbauen und so weiter. NOS, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist, gibt es noch nicht in Kapitelgröße für die Schiffe. So, schauen wir uns mal die Jäger an. Also, wir haben hier, das habe ich selber gespawnt, es gibt für alle vier Fraktionen jeweils im Moment zumindest diese MK9, die kann ich noch erhöhen, habe ich aber noch nicht geschafft, die Meta-Level-Stufe zu erhöhen. Soll aber schon im Spiel sein. Es gibt jeweils zwei verschiedene Jäger. Das sind im Moment noch leichte Jäger. Die werden so genannt. Damit sind aber diese Klassen gemeint. Und zwar einmal für gegen Fregatten und einmal gegen alles, was da drüber ist. Und die unterscheiden sich ein bisschen in der Geschwindigkeit des Schiffes, aber auch nicht viel. Also hier muss man gucken, dass man höchstwahrscheinlich, so werde ich das machen, nur die großen nehmen, also die schweren, das sind die dann hier. Wir kommen ja ungefähr auf einen Wert von 500 Schadenspunkten, die anderen liegen dann bei 150 oder so, haben dann dementsprechend weniger DPS. Man sieht das hier, 7500 Verteidigung bei den Minmata, Enheri oder Enherji, wie man die auch nennen mag, keine Ahnung. Ihr könnt das gerne mal anhalten, das Video, und euch das anschauen. Gut, hier sehen wir auch andere Werte. Die haben hier eine optimale Reichweite von 10 Kilometern, Präzisionsabfall von jeweils 10. Davon gehe ich aus, dass die hier auch dann zweimal Präzisionsabfall haben, also insgesamt Reichweite von 30. Und da kann man natürlich noch einiges rausholen. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Jeweils nochmal 4 Kilometer hier oben drauf. Wenn ich das richtig gerechnet habe. Ne, 20% obendrauf, also durch 4. Ich komme also nochmal 2,5 obendrauf und dann eben 5 Kilometer mit einem Modul im Präzisionsabfall mehr. So viel dazu. Explosionsgeschwindigkeit ist jetzt wichtig. Das heißt, wir haben hier, wenn man die Beschreibung mal... Hier steht Aufklärungsdrohne. Bei den anderen kann man das nochmal lesen, dass die eine Art... Raketenschaden oder sowas haben, beziehungsweise so eine Art Schrotflintenschuss. Ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob es hier nochmal andere gibt. Man sieht das auch, dass die hier oben diesen Raketenschaden haben oder eben diesen Schrotflinten- oder Scatter-Schaden. Wir haben hier eine Explosionsgeschwindigkeit von 100 Meter die Sekunde und Explosionsradius Entschuldigung, von 350 Metern. Das ist eher wichtig, weil die Dinger wichtig sind gegen, ich sag mal, alles ab Kreuzern, die gehen dann richtig in die Knie. Schlachtschiffe, Battlecruiser sowieso. Oder beziehungsweise da treffen die natürlich dann mit vollem Schaden. Man sieht das jetzt hier, sind drei Einheiten. Also habe ich doch das falsch erzählt. Hier gibt es jetzt wahrscheinlich Präzisionsabfall nicht zweifach, sondern dreifach. Das heißt, wir haben eine optimale Reichweite von 3x10, Präzisionsabfall sind 30 und einmal optimal sind 10, also 40 Kilometer treffen die schon. Das ist ziemlich heftig und die sind auch ziemlich flink. Also wir haben hier, also für solche Drohnen zumindest, wir haben hier eine Fluggeschwindigkeit von standardmäßig 1500 Meter die Sekunde und eine Orbitalgeschwindigkeit von 200 Meter die Sekunde. Wenn ihr jetzt natürlich
was Schnelles habt, was ihr bekämpfen wollt. Auch später im PvP wird das wichtig, wie ja, Interceptor oder Faction, Fregatten und so weiter. Dann muss man natürlich eins machen, muss man die mit den Geschwindigkeitsboostern boosten. So, hier unten haben wir Module. Ich kann auch euch mal zeigen, was ich hier habe. Ich habe hier ein Jägerschusssteuerung. Das bedeutet aber nichts anderes als ein Schadensverstärker. Und das ist ein neues Modul, das ist komplett neu. Diese Schadensverstärker laufen permanent durch und verbrauchen dann alle 30 Sekunden eben diese 695 Gigajoule an Cap. Das heißt, ihr werdet später auf jeden Fall Cap brauchen und mindestens eine Batterie nutzen müssen für ja, den Standardbetrieb einfach. Das ist ziemlich interessant, das ist neu, aber die Dinger haben dann eben ja, einen permanenten Bonus und das finde ich ziemlich krass. So, man sieht das hier schon natürlich Stromnetzbedarf 35.000 Megawatt, also die sind dann ja, die Module sind dann auch schon heftig, kann man natürlich auch nichts nirgendwo anders einbauen. Die haben alle eine Capital-Lizenz, sind also nur auf Capital-Schiffen zugelassen. Wenn wir das aktivieren, haben wir einen permanenten Schadensbonus von 17,45% und Anpassungs der Aktivierungszeit auch nochmal geboostet um 7%. Also ein Schadensbonus und ein Aktivierungs- und ein Verkürzungsbonus der ja, Cycle-Time der Waffen. Also die schießen dann auch schneller. So. Ja, und die haben natürlich einen Abzug, deswegen sollten wir auch nicht mehr als drei, vielleicht vier kannst du machen, aber bringt dann auch nicht mehr wahnsinnig viel einbauen. Dann habe ich jetzt hier nochmal einen, der bereits vorhanden ist, ein MK9 Capital Shield Booster, den habe ich hier raufgebaut, davon drei. Und dann habe ich hier zwei Micro-Warp-Antrieb. Also das ist das, was ich gesagt hatte vorhin, aber die funktionieren ein bisschen anders, sehen auch ein bisschen anders aus hier. Die sind eigentlich ein Speedboost, kein richtiger Micro-Warp-Antrieb. Die durchlaufen, ist im Grunde kein neues Modul, heißt aber immer noch Micro-Warp-Antrieb, ist einfach nur ein Speed-Bonus. Oh. Und dann sind die auf jeden Fall 528% schneller. Das heißt, wir kommen hier dann auf, ich glaube, 6.000-7.000 Meter die Sekunde. Oder 6 bis 7 Kilometer die Sekunde. Das heißt, die sind schon richtig flott. Ja, die Dinger laufen auch nur 20 Sekunden, haben einen Cooldown von 60 Sekunden und laufen eben nur einmal durch und dann sind sie erstmal wieder im Cooldown. Und die verbrauchen jetzt nicht wahnsinnig viel Aktivierungskosten an Cap, aber ich würde, wenn ihr die Module, bevor ihr die aktiviert, eine Batterie aktivieren, beziehungsweise hier auch im Schadens, Modus. Ja, dann habe ich halt eben zwei Capital Large Batteries, also zwei große Capital-Batterien eingebaut, die nochmal 1600 Gigajoule geben. So, und das bringt uns im Moment auf den Standardwert. Wie gesagt, es sind noch keine Skills drauf und das wird auf jeden Fall ziemlich heftig dann vom Schaden und von anderen Werten. Welche Skills benötigt werden, kann ich noch gar nicht richtig sagen. Es gibt eben nur indirekt erkennbar welche und das können wir gleich mal durchgehen. So, ich mache das mal anders. Wir können jetzt mal noch nicht durchgehen, aber hier. Und hier können wir uns die Attribute nochmal besser anschauen. Also, Nidhoggur Capital Carrier. Und man sieht das jetzt hier. Bei den Merkmalen ist es besser. Das ist hier natürlich jetzt doof, aber bringt nicht, ist egal, denn wir wissen ja, dass es eben 5% pro Level Jäger. Bonus, ja, also ein Schadensbonus gibt. So, das heißt nochmal 25% voll ausgeskillt. Ist schon ziemlich heftig, weil das natürlich auf die Basiswerte gerechnet wird und dann kommen diese ganzen Boni nochmal oben drauf. Und eben unsere permanent laufenden hier unten drei in den Low-Slots, die Schadensverstärker. Ziemlich krass. So, also ich will nochmal kurz, bevor wir hier weitermachen, Funktionsbonus. Das hat jeder Carrier ähnlich. Wie die Dreadnoughts sind alle gleich. Aktivierungszeit Entosis-Netzwerk. Wenn du also im Mid-Slot einen Entosis-Link einbaust, kannst du um 400% schneller die Strukturen erobern, wenn sie komplett runtergeschossen wurden. Und das macht die natürlich auch zu einem potenziellen Einsatzzweck für ja, die Schlachtfelder sozusagen. Ja, Sprungantrieb verfügbar. Hierzu habe ich noch keine weiteren Infos, keine Skills, keine Module. Wir wissen ja, dass die Sino-Fields mit ins Spiel kommen sollen. Das heißt, ein kleines Schiff oder Schiff allgemein hat einen Sino-Carrier
Generator. Und wenn das Ding aktiviert ist, kannst du eben das anwählen und kannst dann springen. Und ja, jeweils, ich sag mal, 5 bis 8 Systeme vielleicht entfernt, beziehungsweise 3 bis 5 Systeme, je nach Skills dann später, die brauchen wir auch noch, kann man dann Systeme überspringen. So, Kommandostrahlen ausrüsten, welche, keine Ahnung, ist aber auf jeden Fall interessant und das ist für mich neu im Vergleich zu EVE Online. Da bin ich nicht sicher, glaube aber nicht, dass es sowas gibt. Nochmal, Kommandostrahl, effektive Reichweite 100% auf jedem Carrier. So, wie gesagt, wenn du leichte Jäger geskillt hast, also da wissen wir schon, dass es eben leichte Jäger-Skills gibt, eventuell dann nochmal erweiterte oder Upgrade und so weiter. Vielleicht gibt es dann auch nochmal schwere Jäger. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und dann haben wir hier Trägerschiff-Kommando, das sind wie Schlachtschiff-Kommando die Einstiegsskills für die Carrier. Sehr, sehr wichtig und interessant auch. 5% pro Stufe, also 25% Geschwindigkeit. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie schnell die dann werden. Das heißt, sie sind dann auch nochmal 25% schneller, dürfen dann ja auch, ich sag mal, vielleicht 1500 haben wir jetzt, glaube ich, schon. Dann dürfen wir da bei 2 bis 2500 Meter die Sekunde sein. Und dann mit den Boostern dann natürlich nochmal dementsprechend mehr. Ja, Schild, Kommandostrahl, jetzt wissen wir es auch. Kommandostärke, 1% pro Stufe, 5% maximal. Und Schild, Kommandostrahl, Aktivierungszeit. So, so viel dazu. Hier ist also wichtig und die unterscheiden sich in mindestens 2 Attributen voneinander, die Carrier. Die Nidogur ist ja dafür bekannt, nämlich den Schadensbonus zu haben und deswegen ist der so beliebt. Reiner Schadensbonus ist interessant. Die anderen schauen wir uns nochmal im Vergleichsvideo an. Sehr interessante Werte da. Und dann gehen wir das hier nochmal durch. Ja, Energiespeicher, ziemlich heftig. 61.000, also ist schon ziemlich krass. Verteidigung ein bisschen niedriger als die Dreadnoughts. Aber natürlich muss man gucken, dass man die noch ein bisschen pusht. Aber ich denke mal, dass die einen anderen Einsatzzweck haben. Das sind eher sogenannte Glaskanonen. Halten natürlich dementsprechend weniger aus. Ihr seht ja schon unten im Hintergrund, wie ich das gefittet habe. Und ja, Nidogur hier auf Schild aufgebaut. 150.000 Schildpunkte mit Resistenz 10, 20, 40, 50. Ähnlich, kennt man schon. Panzerung etwas niedriger, aber nicht allzu wenig. Kann man natürlich auch also als Panzerung, Panzertank fliegen. Bisschen ausgeglichener hier. Und Schiffsstruktur 118.000, alles ausgeglichen. Und ja, Treibstofftankkapazität hier, das ist noch nicht freigeschaltet, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, können also noch nichts reinlegen. Treibstofftankkapazität auch nochmal drin. Keine Ahnung, warum man das hier so unterteilt. Ist es wahrscheinlich einmal Treibstoff für Sino und eventuell was anderes. So, 860 Kubikmeter Frachtraum, also nicht viel. Weniger als Schlachtschiffe. Ja, Energiespeicher ziemlich hoch. Scanauflösung 75 Meter, also natürlich sehr, sehr wenig. Und da gibt es noch einen großen Unterschied. Und das kann ich euch gleich nochmal zeigen, wenn wir rausgehen. So, so viel dazu. So eine Carrier, jetzt werde ich mal das Schiff abdocken. Sicherung ist klar. Undocking. Und jetzt schauen wir uns einmal noch mal kurz 2 Änderungen an oder beziehungsweise eine Funktionsweise der Trägerschiffe hier, beziehungsweise der Jäger hier. So, wir haben unsere Jäger, die sind meistens auch als 9er zu erkennen und wenn wir die jetzt spawnen, rauslassen, dann sind das eben auch wie Drohnen im All zu sehen, besteht aber aus Jägerstaffeln. 9x3 sind das dann, also insgesamt jeweils 9 und diese leichten, kleineren, die gegen die Fregatten sind, das sind dann die 12er Pack sozusagen, das sind dann also 12 Schiffe. So, jetzt sind wir hier mal dran, können das Ding mal sehen. Ich finde, das sieht ziemlich gelungen aus, ziemlich cool aus. Natürlich sieht das nicht ganz so grafisch aufgewertet aus wie in EVE Online, aber okay. So, wir haben also hier 3 Jägerstaffeln. Ihr seht, die sind draußen. Und jetzt umkreisen die euer Schiff. Relativ langsam, da müsst ihr also ein bisschen gucken. Wir können uns die mal anschauen. Man sieht hier diese kleinen 3 Icons. Und hier sind die MK9 Templer der Amar. Wie gesagt, es gibt jeweils 2 verschiedene. Ich habe jetzt die schweren von diesen Drohnen, also die sind aber trotzdem noch leichte Drohnen.
Hier mal raufklicken, sehen wir das nochmal. 7500 allgemeine Verteidigung. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal die Geschwindigkeit. Und das ist eben eine leichte Angriffs- und Aufklärungsdrohne. Eventuell gibt es dann nochmal schwere Drohnen. Da bin ich wirklich gespannt, was wir damit machen können. Auf jeden Fall sollte man die Dinger hier immer gegen Kreuzer, Fregatten und kleiner drinne haben. So, wenn ich jetzt mal raufklicke, dann sehen wir jetzt zum Beispiel mal, wie schnell die sich bewegen. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal mal rangehen. So. Ist ein bisschen doof, dass man immer wegklicken muss. So, ich will wieder auf den Carrier raufgehen. Interessant ist auch, wir haben ein neues Interface. Schaut mal jetzt hier hin, das kam jetzt auch mit dem letzten Patch von gestern. Das hier sehen wir jetzt ist neu. Austauschen, nachladen ist wichtig für die Jäger. Die können nachgeladen werden. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch nicht rausgefunden, wann oder wo die Anzeige ist, ob die nachgeladen werden müssen. Und da kann man sie natürlich zurückholen. Was wir, glaube ich, nicht machen können, ist, wenn sie im All sind, austauschen. Kann jetzt hier natürlich ein bisschen wechseln, könnte hier raufklicken und könnte die dann hier reinziehen. Ist jetzt aber hier nicht der Fall. Ich hole sie mal rein. Und das ist auch ein Unterschied. Man muss sie einzeln reinholen. Es gibt keine Massenoperation mehr. Man muss sie jetzt einzeln reinholen. Wenn sie jetzt drin sind, anklicken, ziehen und dann kann ich hier austauschen. Und dann sehen wir jetzt hier, zack, könnte ich raufklicken und hier ist jetzt dieses Austauschsymbol und dann ziehen sie sich automatisch dort mit rein. Und die laden sich eigentlich auch, wenn sie so gepackt sind wie hier, laden die sich automatisch auch selber auf. Also das heißt, 9 werden automatisch dann alle reingelegt. Also 1, 2, 3 nacheinander bis 9. So viel dazu, ich klicke mal wieder rauf, die kommen wieder raus. Und wir können das mal gucken, wenn wir die Geschwindigkeit jetzt mal anstellen hier. Ich mache jetzt mal 2 Module an. Dann werdet ihr gleich sehen, wie krass schnell die sind. So, für 20 Sekunden haben wir dann eben hier einen Boost und wir sehen hier 11 Kilometer die Sekunde. Also, und wir sind dann ungefähr bei der Hälfte, also bei 5 bis 6 Kilometern die Sekunde pro ein so ein Micro-Warp-Antrieb-Modul sozusagen. Also wenn das dann an ist, dann solltet ihr auf jeden Fall schneller als 11 Kilometer die Sekunde fliegen, beziehungsweise 6 Kilometer, 7 Kilometer die Sekunde. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr ein Problem. Und die Dinger sind eben auch mit einer hohen Reichweite ausgestattet. Ihr habt es ja gesehen. Wenn ich jetzt die drei laufen lasse, dann werdet ihr sehen, dass der Cap ein bisschen runtergeht. 1, 2, 3. Klar. Und die werden komplett durchlaufen. Die laufen also permanent und das ist cool. Jetzt gehe ich nochmal rein. Und das Ding ist auf jeden Fall stabil mit den beiden Cap-Batterien. Die werden mit eingerechnet. Was man natürlich nicht machen sollte, ist den Schildbooster laufen lassen, weil der verbraucht viel. Und ihr habt schon gesehen, ich gehe nochmal rein. Mit diesen drei Modulen sind wir jetzt mittlerweile schon bei 5644 DPS. Und das tut schon weh. Und es war ja so ein bisschen die Frage, was ist jetzt besser oder schlechter? Als ein Schlachtschiff zum Beispiel. Und hier ist das erste Schiff, wo ich wirklich sagen würde, die sind relativ AFK-mäßig unterwegs, wenn das um PvE geht. Also das ist wirklich ein Ersatz für Schlachtschiffe, auf 100 Kilometer reinwarpen, auf deine Station ausrichten oder eben auch auf die nächste Anomalie ausrichten und die Jäger mit einmal Micro-Warp-Antrieb in diese Gruppe der NPC-Schiffe reinsteuern, dann die angreifen und vor allen Dingen, weil die auch so eine langsame Orbitgeschwindigkeit haben, kommen die auch nie so schnell zu euch zurück wie normale, ich sag mal Medium oder große Drohnen auf Schlachtschiffen oder Kreuzern und so weiter. Das heißt, natürlich aktivieren die immer per Tick, aber die bleiben dort in der Feindesgruppe stehen, relativ. Das heißt, die können sofort dort wieder angreifen. Ihr seid also damit sogar noch ein bisschen effektiver und schneller unterwegs. Jetzt sehen wir eine Cap gleich wieder. Ich mache mal Cap-Batterie an. Weil wir das durchlaufen lassen, darauf müsst ihr ein bisschen später achten. Das ist ein bisschen Micro-Management. Aber das ist das, was ich sagen würde, wenn wir die Carrier-Kommando-Skills haben, wenn wir die Carrier-Verteidigungs-Skills haben, damit die nochmal ein bisschen tankiger werden. Und wenn wir dann nochmal die Jäger-Skills haben, dann könnt ihr euch auf jeden Fall festhalten, da gehe ich davon aus, dass wir hier irgendwo bis zu 10.000 DPS sehen, beziehungsweise da richtige Glaskanonen werden sehen, die alles wegrotzen. Und das ist ziemlich krass. Und im Anschluss gleich werde ich euch auf jeden Fall ein Video zeigen, wie ich eine Level 10er große Gerüstes-Anomalie, also eine ganz normale Standard-Anomalie, die man im tiefsten Nullsec in, ich glaube, 0,8 bis minus 1
3.0 Thema finden kann. Das zeige ich euch dann gleich. Ja, Leute, so viel zu einem ersten Eindruck-Video oder Vorstellungsvideo der Nidogur, der Minmatar Carrier. Für mich war ja die Befürchtung Mist. Die sind auch im PvE nutzlos. Aber die Dinger hier sind auf jeden Fall auch im PvP etwas wert. Man muss sie natürlich schützen. Und da muss man gucken, wie die sich wirklich dann im Live-Betrieb tanken lassen oder was man damit machen kann. Weil 5 von den Teilen zum Beispiel nochmal auf ja, 200, 300 Kilometer entfernt auf die Gegnerflotte warpen, können schon ganz schön einen Unterschied machen, wenn du da eben 5x3 richtig krasse Jägerstaffeln hast und du hast hier deine 5.000 bis 10.000 DPS, sind das halt nochmal, ja, mindestens 2, 3, 4 Schlachtschiffe, die das Ding ersetzen kann und kann natürlich auch helfen bei den Strukturen unterschießen. Also bleibt dran, ihr werdet jetzt im Anschluss ein Video sehen, das mache ich im Zeitraffer-Video, wie ich hier eben relativ easy die Level 10er, so halb AFK, erledige. So, ich mache natürlich nicht immer alles richtig, klar, das war jetzt kein Pro-Game, aber ich werde später das nochmal euch richtig zeigen, auch nochmal ein bisschen kommentieren, dieses Mal aber hier als kleinen Durchlauf. Also, vielen Dank, das war die Vorstellung der Nidogur, der Minmatar, und bleibt dran, wie gesagt, für ein bisschen Gameplay. Und bis zum nächsten Video, wenn wir nochmal die anderen Carrier vergleichen oder sie auch mal anschauen und dann auch mal die anderen Jäger uns anschauen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.